Und dann ziehen die automatisch um. Kann ja sein. Das auch durchsuchen. Beim Wasser einen abziehen, aber Wasser, ach, alles gut. Ja, sind Menschen, die hier sich verstecken in den Ruinen. Wir werden ihnen ein bisschen Wasser geben. 10 Stück, ey. Als nächstes sollten wir vielleicht die bessere Küche erforschen. Holzfällerhaus. Oder ein Fischerkai. Achso, da war für die Küche brauchst du schon Bretter. Bretterforschung kostet 25 Forschung. Und wir haben übrigens 3 Bücher gefunden und auch 3 Dinger für die Akademie. Da geht das hier schon. So, hier könnt ihr auch mal wieder voll besetzen, weil die neuen Leute werden natürlich Hunger haben. Wir brauchen vielleicht auch eine Muschelfarm. Wir bauen sogar ziemlich sicher die Muschelfarm. Aber wenn Arbeitswege wirklich so wichtig sind, dann sollte ich vielleicht an allen Produktionsstätten noch irgendwie so ein kleines Zelt bauen. So, 800, 400, 200, um den Funkturm wieder in Betrieb zu nehmen. Da haben wir auch Essen gerade raus. Ich glaube, um weiterzukommen, brauchst du dann später Boote. So, hier kannst du den Müll einsammeln. Beziehungsweise den Müll müssen wir gleich einsammeln. Mach ich mal hier weiter in Trümmermodus und sammle die Trümmerteile ein. Toll, hier sind die Leute eingezogen, die hier an dem Wasserloch arbeiten. Hier sind die Fischer eingezogen. Ist ja ganz nett, dass sie direkt umziehen dann. Also noch ein Zelt hier unten. Und Müll wollte ich jetzt nicht einsammeln, was können. Das können ja auch meine Leute machen von den Camps und wir sammeln zurzeit eh. Also es gibt ja hier auch ganz viele Müllbereiche und Trümmerbereiche, die wir mit dem Lager noch abernten können. Wenn du Leute ausbildest, sparst du nicht Personal. Das Ausbilden der Leute. Das ist ja eine Spezialisierung vom Clan. Also du kannst dann
ein Standhaftigkeitsmenschen mit Spezialisierung anbringen. Und mein Clan hat halt Standhaftigkeit in der Entwicklung. Also das ist damit gemeint. Sortiergebäude können zwei mehr Arbeitskräfte haben. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich habe mir gerade dein Let's Play von Jedi Fallen Order angeguckt. Spiel das selber gerade, das Game ist echt mega. Ich fand es auch total toll. Und ich hoffe, dass der zweite Teil genauso gut wird. Was ist die Muschelstation? Naja, einfach Muscheln produziert. Da haben wir alles erforscht. Da machen wir auf Akademie, weil wir haben ja drei Bücher, die wir auch wieder erforschen können. Da müssten wir, ich denke mal, wieder eine weitere Clan-Fähigkeit bekommen. Oder? Ah ne, 30.000 Erfahrung haben. Wir brauchen 80.000 für die nächsthöhere Stufe. Um wieder was freizuschalten. Ich bin so froh, dass du den Funkturm reparieren konntest. Müssen wir nur ein Signal an die Welt absetzen und warten. Und wenn wir etwas genug haben, dann ist das wohl Wasser und Zeit. Mit dem Funkturm kannst du Ressourcen, interessante Orte in dem Gebiet ausfindig machen und Expeditionen zusammenstellen. Er empfängt auch Informationen über neue Überlebende, die du erreichen kannst. Hurra, der Sendeturm ist wieder in Betrieb. Ich wusste es. Wie sich herausgestellt hat, wurde er von einer Firma gebaut, die Evo Gaza gehört hat, dem Chef des Wiedergeburtsprogramms. Er war vor dem Vorfall ein hohes Tier und berühmt dafür, dass er unnachgiebig war und gerne trank. Aber lassen wir die Vergangenheit beiseite und konzentrieren wir uns auf die Zukunft. Der Sendeturm wird uns ihr sicher näher bringen. Vor einiger Zeit habe ich eine Gruppe von Spähern in die Gegend geschickt, um zu überprüfen, ob das Kraftwerk der Wiedergeburt wirklich hier ist. Sie haben sich hier niedergelassen und Unterschlupf auf einem ehemaligen Fabrikgelände gefunden. Mit Hilfe des Funkturms konnten wir Kontakt zu ihnen aufnehmen. Sie wollen sich unserer Gemeinschaft anschließen, obwohl sie dich oder deine Leute nicht kennen. Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass sie wahrscheinlich nicht beeindruckt von uns sein werden, aber sie schienen sich trotzdem zu freuen, endlich wieder unter Leute zu kommen. Ein ganz schönes Stück Weg. So.
40 Forschung. Dann hast du so 25 Bretter rausholen. Und die Küche als erstes erforschen. Was eins Ekel verursacht hat, hilft jetzt in den Flutgebieten zu überleben. Standardbetriebsmodus. Sojabohnen kann zu unbedenklicher Nahrung werden. Ach verdammt. Ich hätte erstmal die Holzverarbeitungsanlage bauen sollen. Beziehungsweise erforschen. Mittleres Lagerhaus. Pfad. Ein befestigter Weg, auf dem man schneller vorankommt als auf offenem Gelände. Fürs Waren abliefern. Kostet auch immer ein Holz. Priorisiere das mal. Lange Strecken von Arbeit zu Hause. Bauen wir hier zwei Zelte, gehen wir runter auf 6 Arbeiter, dann können nämlich genau 6 Leute darin wohnen. Thermit wird zum Abbau von Ruinen verwendet. Elektroschips. Da sind nochmal 3 Bücher drin. So, damit bist du auch erstmal fertig. Dann geh in den Forschungsmodus über. Ich stell die auch mal runter auf 5 Leute. Ihr lauft ja auch ein bisschen... sehr weit für die ganze Geschichte. Dann soll die eine Person, die da noch falsch zugeteilt ist, umziehen. Da muss sie auch nicht so weit laufen. Sende eine Expedition zur Insel mit der Fabrikruine, auf der sich diese Leute befinden, und lass dann später das Gebäude erkunden. Mit 3 Leuten.
Durch die neuen Arbeitswege sollte ich ja auch ein bisschen Zeit einsparen. Moment, wir haben Bücher gefunden. Lass uns mal eben noch Akademie betreiben. Hier gibt es noch ein bisschen Holz und Trümmer. Achso, die Bäume erneuern sich sogar. Nur die toten Bäume gehen weg. Nur ganz kurz gucken, was die Küche noch mal kostet. Ah, nicht die Küche, sondern blub. Das müsste ja im Wachstum sein. Holzfällerhaus. Ne, nicht Holzfällerhaus, sondern Holzverarbeitungsanlage. 15 Forschungspunkte. Ja, unser Clan hat wieder ein Upgrade. Gleich. Noch nicht jetzt, gleich. Aber so ja, ganz nettes Spiel bis jetzt. Auch wenn ich ein bisschen auf dem Schlauch gestanden habe. Ich werde nochmal Standhaftigkeit verbessern, weil ich denke mal, ich kann dann eine weitere Person Standhaftigkeit einstellen. Nö, kann ich nicht. Nur die Stufe wird erhöht und dadurch macht der Standhaft-Typ jetzt plus 3,3. Und auf Stufe 3 macht er plus 6,7 Nahrung. In der Küche kann ein Spezialisierter arbeiten für Ausdruck. Und da haben wir sogar schon vorbereitet. Dann würden die 35 Nahrung über die Küche herstellen. So, da könnte auch eben das Upgrade einmal fahren. Ja, Feierabend. Zurück zum Forschungsmodus. Hier gehen wir dann runter auf einen Arbeiter und einer von der Standhaftigkeit. Die eine freie Person setzen wir hier drüben rein. Ich denke mal, obwohl ihr sagt jetzt natürlich, okay, wir haben wieder viel, sehr viel zu tun, weil ich gerade so viele Expeditionen losgeschickt habe.
Habe ich überfischt alles. Müssen wir halt komplett zurückfahren. Können wir uns erzählen, dass ich durch den einen Standhaftigkeitstypen, also beziehungsweise durch das eine Level-Up, jetzt alles so schnell leerfege hier. Das Bimmel macht mich wahnsinnig. Nein, Moment. Ah ja, doch, ist richtig. Eine weitere Feldküche. Weil eigentlich erzeugen wir Bonusbestand jeden Tag. Einer macht 8,3. Aber das sind hier, guck mal, 4 Leute in der Muschelstation brauchst du, um 8 täglich zu erzeugen. Und das muss ja auch noch gekocht werden. Also musst du 5 Leute damit beschäftigen schon mal, damit überhaupt genug Futter da ist für die Leute. Gott, ich habe kurz gedacht, wir würden Plus machen bei Nahrung. Habe schon einen Schock bekommen. So, hier gibt es nicht mehr viele Trümmerressourcen, ist aber okay, weil Trümmer ja so oder so abgebaut werden. Ich überlege nur gerade hier die Übertragungen. Da kannst du eine Suche einstellen. Achso, wir suchen nach allem. Machen wir es so einfach mal. Achso, dadurch finden wir Expeditionspunkte. Such mal nach 1 live. Dreh auf. Stehen keine untätigen Menschen zur Verfügung. So. Thank you.
Aber es müssen mindestens 3 Leute teilnehmen. Das bedeutet, wir müssen... So. Ach so, dann gehen die darüber. Dann kann ich da sammeln und Sachen lagern und natürlich in Kontakt treten mit den Leuten, die hier drin sind in der gefluteten Fabrik. Es ist ein, so ein mobiles Lager, womit wir am Anfang gestartet sind. Lass den Fischbestand mal in Ruhe. So, sucht nach Leute. Wir sind die Bewohner einer Vorstadtgemeinde, die nach dem Tsunami mehrere Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten war. Vereint und stärker denn je haben wir eine Selbsthilfevereinigung gegründet, in der wir Ressourcen und Aufgaben teilen. Wir hängen sehr an den amerikanischen Traditionen und tun unser Bestes, um sie zu pflegen. Auch in dieser Welt nach der Katastrophe. Wir respektieren die demokratischen Verfahren und sind überzeugt, dass die liberale Zivilisation wieder auferstehen wird. Was ist das denn? Das sieht aus, als wenn einer husten würde. Hole ich jetzt die Kranken und Schwachen? Hm, 10 neue Arbeitskräfte. Jetzt haben wir nämlich 2 unterschiedliche Fraktionen im Clan. Hey Oberhaupt, in letzter Zeit war es recht ruhig in der Siedlung, also haben wir versucht, eine Art Sportliga zusammenzustellen. Nichts Großes, wir wissen noch nicht einmal, was wir spielen sollen. Wir wollen einfach nur wieder ein wenig freundschaftlichen Wettbewerb in Gang bringen. Du weißt schon, die guten alten Rauf- und Tropspiele. Schließlich kann man Sportsgeist nicht ohne Sport buchstabieren, was? Also, was meinst du? Können wir ein paar offizielle Teams gründen? Ja, machen wir gleich offiziell. Alter, jetzt sind alle gereizt, weil ich Sport erlaube. Ja, wir bringen euch alle um. Die haben nichts zu essen, warum sollen die Sport machen? Weil es gut ist für einen gesunden Körper und Geist. Wir müssen uns hier die Insel noch genauer angucken. Weil hier gibt es ja auch noch Ressourcen. Und die kannst du dann mitnehmen. Juhu!
wie auch immer die das ganze Zeug am Ende tragen werden, aber... Also die haben 750 Kapazität zum Mitnehmen. Geflutete Fabrik Tagesproduktion. Mit 5 Arbeitskräften kann man hier theoretisch 78 Muttern herstellen. Klicke am unteren Bildschirm und auf Clanbeziehungen, um die Einstellung der Clans zueinander anzusehen. Hier werden die Beziehungen zwischen den Clans dargestellt. Sieh nach, ob sie positiv oder negativ sind und in welchem Ausmaß. Der Abstand zwischen den Clan-Emblemen symbolisiert ihre Beziehung zueinander. Abhängig von verschiedenen Faktoren wie ihre Weltanschauung oder der Zeit, die sie miteinander verbringen, können sich die Beziehungen im Laufe der Zeit verändern. Ach so, dieser Clan mag Fitnessstudios nicht. Dieser Clan mag Werkstätten nicht. Aber wir sehen, die Clans haben unterschiedliche Schwerpunkte. Diese haben zum Beispiel die Belesenheit. So, Suche entfernen. Eure Rationen sind übrigens schlecht. Zurück nach Hause. Bringt ja auch nichts mehr. Nicht, dass die mir noch drauf gehen. Die Dinge zwischen Feuerbach und Good Neighbors wird nicht besser. Hoffentlich hast du eine Idee, wie das Ganze funktionieren soll. Ihr arbeitet einfach so viel, dass... Das schon passt. So, schalt das frei und such das Ding. Können wir langsam anfangen, die Häuser hier abzubauen. Wobei, nee, die kann man nicht reparieren. So, jetzt sind die neuen Leute im Lager. Eine Epidemie hat begonnen. Super. Ich möchte dich nicht beunruhigen, aber zahlreiche Leute leiden unter Bauchschmerzen und Erbrechen. Es scheint ansteckend zu sein. Vermutlich waren der Auslöser die toten Tiere, die die Leute gegessen haben, obwohl sie in der Sonne lagen. Oh, guck mal, Tiere. Oh, die sind tot. Die sind bestimmt lecker. Wie dem auch sei, die Leute machen das Kraftwerk verantwortlich und meinen, es habe das Wasser vergiftet. Nun, ich als Wissenschaftler kann dir sagen, dass das nicht der Fall ist. Es ist ein Kaltfusionsreaktor, der ist vollkommen sicher. Wir müssen diese Situation so schnell wie möglich unter Kontrolle bringen. So, ich denke mal, dann sollten wir... Ja, Holzverarbeitung wird mir jetzt nichts bringen. Ich brauche das Sanitätszelt. Na toll, die Neuankömmlinge haben die Seuche angesteppt. Das wäre nämlich eine normale Reaktion von Menschen. Stört dich der Lärm von diesem Verrückten denn gar nicht? Ich meine, diesen kleinen Dreckskerl, der uns gestern mit der letzten Gruppe angeschlossen hat. Der jetzt ununterbrochen durch die Siedlung rennt, auf seinen Tambourin schlägt und singt Dundanana. Genauso klingt er. Dundandana. Bei diesem Lärm ist es so schwierig, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Ich wusste, diese Typen würden Ärger bringen. Ich bin mir sicher, dass er mit...
dass er das mit Absicht macht, um deine Führungskraft ins Lächerliche zu ziehen. Ja, diese Neuankömmlinge verfolgen sicher einen größeren Plan. Wenn ich das sagen hätte, würde ich schnell etwas dagegen unternehmen. Denk daran, als du der Neuankömmling warst. Respektiere ihn. Ich verstehe, was du meinst. Ich habe mich wohl ein wenig hinreißen lassen. Ich werde seine Familie suchen. Mal schauen, ob sie mir mehr sagen können. Alle beschwichtigt. Da, wo das, wo die Wappen dran sind, wird wohl alles cool sein. So, Priorität hoch. Seid nicht so faul, arbeitet einfach. So, im Akademie-Modus kann ich sogar einen dann spezialisieren. Im Clan und sagen, okay, der soll die Forschungspunkte kriegen. Oh, die Beziehung zwischen Feuerwache und den Good Neighbors hat sich verschlechtert. Die Leute sind hungrig, wir müssen auf ihre Bedürfnisse achten. Mal so, ne? Klinik, Isolationsstation. Ich helfe euch gerade. Stellt euch nicht so an. Fünf Erkrankungen aktuell. Milde Krankheit. Die Lage der Epidemie ist in diesem Bezirk stabil. Du sollst sie aber weiter im Auge behalten. Wenn du nicht bald einschreitest, wird sich die Beziehung verschlechtern. Warum soll ich die verschlechtern zwischen euch? An sich ist doch alles cool. Alles ist bon. Gelegentlicher Kontakt in den Bezirken. Heißt das, ich muss euch auch noch separatisieren? Jeder will sein eigenes Zelt. Bau eine Mauer. Man sollte die Leute darüber informieren, ihr Gesicht zu bedecken. Macht aus Kräutern Medizin. Dafür brauche ich aber auch Bretter. Du lustiges Spielchen. Die ich ja immer noch nicht habe. Weil Holzverarbeitungsanlage kostet einfach 15 Forschungspunkte. Und das dauert leider noch ein bisschen. Gesundheit. Vier Menschen haben sich in der Seerosengrund, im Seerosengrundbezirk komplett erholt.
Perfekt, hier um eine Nachtschicht zu... Ach, um die Gesamtproduktion zu erhöhen. Da macht die Leute aber ein bisschen unglücklich, wenn die nachts auch noch arbeiten. Habe ich mal gehört. Ist natürlich totaler Unsinn. Wer geht nicht gerne nachts arbeiten? Feuerwache mag eine etwas andere Weltanschauung haben, aber immerhin verstehen sie uns. So, Feuerwache ist bereits an Spezialisierung weiterzuentwickeln. So, und 3 müsste schon das Maximum sein. Dich muss ich mal eben umschalten, wieder auf den Forschungsmodus. Immer noch lange Strecke zwischen Arbeitsweg und Heim. Da habe ich doch schon einen entfernt. Sechzehn Komma sieben produzieren die zusammen. Genau, da hat der in der Muschelstation ist eigentlich sowas wie ein Arbeitsauffangbecken. So, und jetzt fehlt uns Medizin. Wieso? Da hinten gibt es ein paar Bretter. Da werden auch Leute drin sein. Das bedeutet einfach, du hast noch mehr Leute, die dich nerven. Ich kann Medizin herstellen, dafür brauche ich aber erstmal Bretter. Und für Bretter brauche ich erstmal das andere Ding. So, ihr seid gerade nur am Meckern, weil hier unten der ganze Unsinn rumsteht.